Leute, willkommen zu einem neuen Trainingsvideo von 360 Football. Heute zeigen wir euch Top 5 Kraftübungen für den Unterkörper für Fußballer. Okay, fangen wir an mit der ersten Übung mit den Squats. Eine ganz wichtige Übung für die Oberschenkelmuskulatur, für die hintere Oberschenkelmuskulatur und den Booty. Wichtig ist, dass der Rücken gerade bleibt, wenn ihr die Übung ausführt. Geht so weit nach unten, wie es nur geht. Und mit den Knien nicht zu weit über die Fußspitzen. Das ist das Wichtigste. Ganz wichtige Übung, unbedingt machen. Kommen wir zur zweiten Übung, zu den Ausfallschritten. Auch eine ganz wichtige Übung, die ihr machen könnt. Wechselt die Beine, eins nach dem anderen, Hinterfuß, linker Fuß nach vorne. Wichtig auch hier wieder, einen geraden Rücken haben. Genau. Als dritte Übung macht ihr die seitlichen Ausfallschritte. Auch eine super Übung für die Beine als Fußballer gegen Verletzungen, dass ihr mehr Kraft habt, dass ihr schneller werdet. Genau, abwechslungsweise wieder beide Beine. Kommen wir zur vierten Übung. Hier machen wir eine Übung für die Wadenmuskulatur. Schnell nach oben, langsam nach unten mit beiden Füßen. Dann als Variation könnt ihr auch einfach einen Fuß nehmen, ein Bein. Macht es natürlich anstrengender, aber wenn ihr die andere Übung schon oft gemacht habt, könnt ihr diese Übung ausführen und es wird ein bisschen anstrengender. Machen wir die letzte Übung, die sogenannte Brücke. Hier trainiert ihr die hintere Oberschenkelmuskulatur intensiv. Darum eine Top-Übung, weil man sehr oft hier Verletzungen holt, Muskelverhärtungen. Wenn ihr diese Übung schon oft macht, dann passiert das erst gar nicht. Da gibt es verschiedene Variationen, das ist die einfachste. Dann könnt ihr mit ein bisschen Bewegung arbeiten und dann als letzte Variation, die schwerste, noch mit einem Bein. Ganz genau. Unbedingt so machen, ganz wichtige Übung. Ganz genau, so halten oder dann auch wieder mit Bewegung. Unbedingt alle 5 Übungen in euer Trainingsplan einfließen lassen. Diese helfen euch wirklich für die Power in den Beinen, für die Schnelligkeit gegen Verletzungen. Ganz wichtig für Fußballer. So Leute, das war's mit dem Trainingsvideo. Oben rechts seht ihr das letzte Video, Top 5 Oberkörperkraftübungen für Fußballer. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.